Ganz in der Nähe von der Zürcher Bahnhofstrasse ist das Haus Appenzell. Eine Stiftung, die Appenzell und Zürich miteinander verbindet und Platz für die verschiedensten kulturellen Anlässe schafft. Aktuell mit der Ausstellung «Alles nur Theater». Ein Teil der Ausstellung ist am stadtbekannten Unikum Bernhard Vogelsanger gewidmet, der bis zu seinem Tod im Jahr 1995 in seiner Genossenschaftswohnung in Schwamendingen grosse Opern aufgeführt hat. Wahrscheinlich das kleinste Opernhaus auf der Welt. Haus Appenzell. Mit einer sehr nahen Freundin von Bernhard Vogelsanger tauchen wir ein in eine Welt von Leidenschaft und Schwanensee. Hier sehen wir schon mal das erste Exponat von Bernhard. Das ist eine Nacht vor Weihnachten. Und das war also wahnsinnig toll. Er hat mit Licht alles handgemacht. Es hat immer so Knipsen hinter der Bühne. Hat er die wunderschönsten Lichtspiele gemacht. Es war also richtig schön. Das nächste sind die sehr schönen Covers der LPs. Die haben ihm nicht so gut gefallen, original. Und er hatte das Bedürfnis, die noch zu dekorieren. Und so hat es ausgesehen bei Bernhard. Das sind so wunderschöne Bühnenbilder. Und dass man manchmal ganz vergessen hat, dass das aus Karton ist. Der Bernhard Vogelsanger wäre gerne Bühnenbildner in der richtigen Oper geworden. Doch sein Geld hat er als Dekorateur verdient. Seine Vorstellungen in der kleinen Genossenschaftswohnung in Schwamendingen waren legendär. Man ist mit dem Tram rausgefahren und ist man reingekommen. Unter einem Estrich hat das links und rechts aus Papier eine Säule gehabt. Ich glaube, es war eine dorische. Und dann hat es geheißen, Filiale Schwamendingen Opernhaus. Und er hat das auch wirklich so gemeint. Und dann ist er, wir haben es alle sehr schön angelegt. Er hat nie Geld wollen. Dann haben wir meistens ein Geschenk mitgebracht oder eben etwas, was Geld drinnen hatte. Und nachher hat er uns empfangen. Das war ganz offiziell eigentlich. Dann hat man sich zuerst an den Tisch gesessen. Dann hat man vielleicht ein Gläschen genommen. Also wir haben ja mit der Zeit den Wein selber mitgebracht. Den er hatte, konnte man nicht trinken. Er hat fast keinen Alkohol getrunken. Das war etwas grausig. Er hatte einfach Kopfweh. Nachher ist er zuerst voraus und nachher ist er uns geholt. Und nachher ist er, dann sind wir abgesessen, das sind wir gesehen dort. Dann die Stühle, es hat noch zwei mehr. Er hat also für 8 Leute Vorführungen gemacht. Und dann hat er immer nebenan gestanden und hat neben Bühne und hat dann erzählt, was in der Oper passiert. Und da die Opern ja eigentlich immer ein bisschen tragisch sind, wenn es jetzt speziell tragisch war, sind mir also Tränen gelaufen. Und da merkt man, wie er sich da reingegeben hat. Das war ihm auch ganz, ganz ernst gewesen. Ich meine, es ist, wenn man manchmal die Aufführungen sieht, war es manchmal auch ein bisschen lustig. Weil wenn die Figuren so rumgeschwankt sind. Oder einmal hat er zum Beispiel so ein, bei Hänsel und Gretel hat er so ein Ross hinter ihm gehabt, mit dem Gwackelkopf, wie die Hunde in dem Auto. Und nachher, immer wenn ein Faden dran ist, hat denen das blöde Ross immer so den Kopf genickt. Und wir mussten es so zusammennehmen, weil wir nicht lachen durften. Das hat aber so doof ausgesehen. Übrigens, hier hinten sieht man, wie das ausgesehen hat. Das ist, da hat er so ein Kästchen gehabt. Und darauf hat es dann alle Platten gehabt. Es hatte ACDC-Platten gehabt. Es hatte Opernplatten, es hatte Schlagerplatten, also quer durchs Rübenfeld. Er hat einfach Musik sehr gerne. Er hat natürlich wahnsinnige Kleider auch. Er hat sich inszeniert wie nur etwas. Und er ist dann auch ganz schräg angeschaut worden von vielen Schwamendinger. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Er hat die Schwamendinger, die ihn blöd gefunden haben, hat er auch blöd gefunden. Er hat aber immer gute Freunde gehabt. Von Schwamendingen von überall. Die ihn kennt,
haben eben schon gewusst, was er für ein feiner Mensch ist. Anna Vögtli hat zusammen mit einem Freund nach dem Tod die Wohnung aufgelöst und den Nachlass gerettet. Das ganze Material lagert jetzt in Schwamendingen und wird komplett inventarisiert und erfasst. Der Bernhard Vogelsanger hat seine Oper aufwendig und genau inszeniert. Er ist selber sehr viel in die Oper gegangen und er hat Libretti. Und was wir jetzt beim Inventarisieren gemerkt haben, er hat irrsinnig viel Material gehabt. Er hatte Bücher, er hat geschaut, was dort für ein Stil war. Also Baustilbücher und Kleider und alles. Also er hat das schon recherchiert. Garmen hat er übrigens sehr, sehr viel gehabt. Wir haben etwa 12 verschiedene Bühnenbilder lernen können beim Inventarisieren. Und Figuren, ich glaube, Garmen hat er manchmal wieder nicht mehr gefunden und hat er einfach eine neue gemacht. Der Bernhard Vogelsanger hat seine Oper bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1995 aufgeführt. Dabei sind hunderte von filigranen Figuren entstanden, die sich beim Spiel mit diesen feinen Fäden manchmal zu einem Krüsimüsi verfangen haben. Weißt du, du musst wissen, er hat dann hier hat er den Bein gehoben bei diesen Gangtänzerinnen. Dann haben die dann also wirklich miteinander zack, zack. Bei seinem ganzen Auftritt, mit seiner Art, wie er sich gegeben hat und was er mit seiner Kunst geschaffen hat, kann man im eigentlichen Sinn von einem Gesamtkunstwerk reden. Der Bernhard Vogelsanger, der in Schwamendingen gelebt hat, ein ganz spezieller Mensch. Also, als er gestorben ist, habe ich gesagt, es sollte gerade mindestens einer nachkommen. Es müsste gerade wieder einer so geboren werden, weil so wie er war, man kann das gar nicht erfinden. Ich meine, wer kommt auf die Idee, mit Kartonpüppli Opern aufzuführen? Er hat etwa 100 verschiedene Opern und Musical aufgeführt. Jetzt hier beim Inventarisieren habe ich gesehen, ich dachte, was sind das hier für Balletttösen? Er hat sogar Schwanensee aufgeführt. Das hätte ich natürlich sehr gerne gesehen, weil es vielleicht ein bisschen speziell war, so ein Ballett an diesen Fäden. Ich hoffe, dass wieder so Leute mit so viel Kreativität und mit so einer Eigenständigkeit wieder geboren werden.